Guten Tag. Tag. Zur Luisenstraße, bitte. In die Luisenstraße? Ja. Hm? Oh, Schock. Hallo. Hallo. Tagchen, Ladies. Ihr seid im Quiz-Taxi. Okay. Kennt ihr die Sendung? Schon mal gesehen? Gehört. Gehört. Also, ihr könnt bei mir Geld gewinnen, ihr müsst nur die Fragen richtig beantworten. Das ist alles. Ja. Bei der dritten falschen halte ich an und schmeiß euch raus. Okay. Okay. 7,2 Kilometer bis zum Ziel. In welcher Farbe blüht hierzulande der gemeine Löwenzahn? Gelb. 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 Ganz gemein richtig. 50 Euro. D-Mark sind wie viel Euro? 1,95583 Euro. D-Mark sind wie viel Euro? Nee, eine D-Mark waren 50 Cent, ne? Genau. So, das heißt. Na? Leute, ist doch einfach. Zwei? Ist das eure Antwort? Zwei? Sag was! 1,95 und so weiter. D-Mark sind wie viel Euro? Na, einer! Na, logisch! Oh. 100 Euro. Oh. Mein Gott! Mathe! Schlecht! Wir üben das nochmal. Buchstabieren Sie das Wort platzieren. P-L-A-T-Z-I-E-R-E-N. Platzieren. Oh, das hast du schön gemacht. Na klar. 150 Euro. Ab jetzt ist jede richtige Antwort 100 Euro wert. Okay. Welche Hunderasse verdankt ihren Namen der chinesischen Hauptstadt? China Hauptstadt, warte mal. Peking. Pekinese. Die Antwort ist? Pekinese. Das ist richtig. Ja! Und mit Hunde, da kenne ich mich eigentlich echt nicht aus. Natürlich, der Pekinese. 250 Euro. Die sind ja nicht gerade schön, diese Pekinesen. War das nicht die mit dem breit gedrückten Nasen? Ja, ja. Die sehen immer so aus, als ob sie gerade ans Fenster. Ja, ja, ne? Ich bin genau. Die alten Frauenhunde. So, hier kommt die nächste Frage. Welcher Altbundespräsident prägte den Satz, durch Deutschland muss ein Ruck gehen? Es kam doch jetzt, durch Deutschland muss ein Ruck gehen von der Angela Merkel. Und wie ist der Typ? Der vorher. Ruf jemand an. Wir rufen jemanden an. Rufst du an? Frank, hallo, pass auf, ich bin gerade bei dieser Show Quiz-Taxi in Prenzlau. Pass auf, die haben uns jetzt eine Frage gestellt und wir müssen wissen, welcher Bundespräsident prägte den Ausspruch, durch Deutschland muss ein Ruck gehen? Sicher? Roman Herzog? Sicher? Ganz sicher, okay. Sicher? Alles klar, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Roman Herzog. Roman Herzog ist richtig. Ja! Sehr schön. 350 Euro. Dann passt mal gut auf. Jetzt gibt's was zu hören. Und danach kommt die Frage. All my girls get down on the floor. Back to back, drop it down real low. I'm such a lady, but I'm dancing like a house. Cause you know I don't give a fuck, so here we go. Welche Sängerin hatte mit dem Song London Bridge einen großen Erfolg? Fergie von den Black Eyed Peas. Fergie von den Black Eyed Peas. Ganz sicher. Ich habe keine Ahnung von dem. Ganz sicher. Ganz sicher. Mhm. Natürlich. Richtig. 450 Euro. Cool. 3,9 Kilometer bis zum Ziel. So,
Und jetzt kommt eine Geometriefrage. Welche geometrische Figur besteht aus einem Scheitel und zwei Schenkeln? Ein Scheitel und ein Winkel? Scheitel und zwei Schenkel. Das sind nicht ganz viele Schulkinder. Ein Winkel ist ja keine geometrische Figur. Ein Scheitel und zwei Schenkel? Da vorne steht die Polizei. Ja, wir fragen die Polizei. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier einfach anhalten darf. So, hier. Hier, Fenster runter. Hallo? Können Sie mal kurz helfen? Schnell! Wir sind beim Quiz-Taxi. Ja. Wir müssen uns eine Frage beantworten. Ja, welche geometrische Figur besteht aus einem Scheitel und zwei Schenkeln? So, die Herrschaften von der Feuerwehr. Ein Scheitel und zwei Schenkel. Welche geometrische Figur hat einen Scheitel und zwei Schenkel? Sagt was! Ihr wisst doch alles! Wir müssen es uns zum nächsten Unfall müssen, tut uns leid. Okay, Zeit läuft! Also zwei Schenkel und ein Scheitel. Dreieck. Der Winkel wäre es gewesen. Oh, ich hab's doch gesagt. So. Oh, danke trotzdem. Damit ist das erste Leben weg. Scheiße. Und ihr habt keine Joker mehr. Entschuldigung. Egal. Hier kommt die nächste für euch. Welchem Film gelang im Sommer 2006 der erfolgreichste US-Start aller Zeiten? Diesen Sommer, das war ein Kino. Sommer im Kino. Ach. Komm, Theresa, wann warst du das letzte Mal im Kino? Zum Sommernachtstraum. Nee, das ist. Aber der funktioniert definitiv nie. Warte mal. Was kam jetzt? Parfüm kam, das kam. Superman Returns oder so? Nee. Oder World Red? Nee. Ich habe auch gerade über 13. Film. Nee. Der läuft ja noch nie so lange. Scheiße, ich weiß es nicht. Der Fluch der Karibik Teil 2. Oh, stimmt, ich mach schon letztens erst. Ja, so ein Scheiß guck ich aber auch nie, echt. So. Das ist eine billige Ausrede gerade. Ich war vor 2 Wochen erst in dem Film. Es war alles so schön. Bis jetzt. Na, ihr habt. Ja, Moment, ihr seid doch schon bei 450 Euro. Okay. Oh, ihr habt Glück, hier ist eine rote Ampel. Ihr könnt euren Passanten-Joker zurückerobern. Okay. Karaoke. Geil. So. Jetzt bin ich ja mal sehr gespannt. Ihr müsst alles geben. Ich bin die Jury. Okay. Wenn er mich nicht überzeugt, kriegt er den Joker nicht zurück. Okay. Wir machen American Pie. Okay. Sehr schön. Also, die Jury sagt, ja, was sage ich denn überhaupt? Ich finde, dass... Wir haben uns genug zum Affen gemacht dafür, okay? Schöner hätte ich es auch nicht sagen können. Ihr habt den Passanten-Joker zurück. Danke. 900 Meter bis zum Ziel. Wie lautet der Fachbegriff für die Ernte von Weintrauben? Reblese. Weinlese. Ernte von Weintrauben, wie nennt man das?
Blumen. Das ist die Lese, die Lese. Glaub mir, es ist die Lese. Die Lese. Ich bin ziemlich sicher. Okay. Die Lese. Die Weinlese. Die Weinlese? Mhm. Habt ihr ja. Wein hier? Mhm. Na, dann kann ich euch verkünden, dass die Weinlese auch absolut korrekt ist. Oh, Gott sei Dank. 550 Euro. Oh, sehr schön, Weihnachten ist gerettet. Moment. Steht vor der Tür. Noch nicht, ne? Stimmt. So, dann schaut mal bitte auf euren Monitor. Oh, da gibt's jetzt was zu sehen. Ach du Scheiße. Wie hießen in der Antike über Brücken laufende Wasserleitungen? Aquädukt. Aquädukt, genau. Aquädukt. Ich wollte gerade sagen Aquariat, aber Aquädukt ist richtig. Das stimmt. Theresa, ich habe auch noch was gehört. Hab ich im Urlaub gelernt. Aquädukt. Okay. Aquädukt. Ihr sagt Aquädukt. Ja. Weil Aquawasser. Aquawasser, genau. Und Dukt ist einfach unter der Brücke durchgehen. Aquädukt. Seht mal, wir sind hier am Ziel. Ach, was mache ich nur mit euch? Ihr seid so sympathisch, ihr seid so nett. Und Aquädukt ist richtig. Ja! Oh Gott! Oh Gott! Im Moment sind das ja noch 650 geteilt durch 2. Mhm. Ja, aber ihr habt natürlich auch die Chance, dass jeder von euch 650 bekommt. Okay. Aber wir haben ja noch den Joker, oder? Den Passantenjoker. Ja, habt noch den Passanten. Ja, ihr habt noch den Passantenjoker. Okay. Ja? So, alles klar. So. Geht's? Ne? Dann geht's? Kannst du, schon mal, du kannst schon mal das Fenster runter machen. Und wenn jemand. Ne? Ihr spielt jetzt die Masterfrage, ne? Ja, okay. Ja. Die kannst du mal hier ranrufen. Da, die Dame. Kommt auf die. Hallo? 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 Die beiden Mädels hier haben bereits 650 Euro im Quiz-Taxi gewonnen. Die spielen jetzt die Masterfrage, das heißt doppelt oder nichts. Die muss ich jetzt aber nicht alleine beantworten. Nein. Wenn wir überlegen zu dritt, das ist schön. Also, wer oder was in Goethes Faust ist des Pudels Kern? Oh Gott. Das Kern. Gretchen? Ich brauche eine Antwort. Rate Gretchen? Was. Gretchen, oder? Der Mephisto. Mephisto. Was nehmt ihr? Ich würde eben Mephisto sagen. Mephisto. Ihr nehmt? Mephisto. Das war allerdings auf den allerletzten Drücker. Mephisto! Ja! Oh Gott! Danke, 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 danke. Super! Oh, geil. Danke, danke, danke. Alles klar. Ja? Okay. Tschüss, danke. Vielen Dank. Glückwunsch! Dankeschön! Oh, geil. Und ich muss weiter, da geht's raus. Alles klar. Tschüss. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Alles Gute, ciao.